Hallo zusammen. Heute schauen wir uns das Australienfahrzeug an. Das Grundfahrzeug ist genau das gleiche, wie wir auch in der Schweiz einsetzen, der DXP. Und trotzdem ist es ganz anders. Das Offensichtlichste ist zuerst mal der Dach. In Australien haben sie viel höhere Sonneneinstrahlung wegen dem fehlenden Ozonschirm. Und wir mussten das Dach anbringen und obendurch mussten wir das einschwärzen, damit wir möglichst viel von dieser UV-Strahlung abhalten können. Jetzt ist es aber so, dass es sehr viel regnet in Australien. Darum mussten wir dann einen richtigen Dachhängel machen, um das Wasser, das hier kommt, aufzusammeln und auf die Seiten ableiten. Die Australier haben da speziell grosse Spiegel. Die brauchen eine sehr gute Übersicht nach hinten, weil in Australien haben sie ja die riesen Geländewege, die von hinten her kommen, oder auch die riesen Roadtrain. Und da wollen unsere Fahrer natürlich eine möglichst gute Übersicht. Dann haben die Australier hier eine Rückfahrkamera. Das hat die Gewerkschaften so wollen. Wenn wir schon am Dach waren, dann haben wir das auch gerade noch aerodynamisch optimiert. Und zwar haben wir es vorne offen lassen, so brauchen wir keinen Scheibenwischer und man kann auch gut mal durchgreifen hier in diesem Bereich. Der Wind, der kommt, wegen dieser Eintrittskante und dieser Kante, der streift schön oben durch, so dass ich als Fahrer im Trocknen bleibe und auch möglichst windgeschützt. Das funktioniert wunderbar. Ausser der Regen und der Wind kommt leicht von der Seite, dann werde ich dann trotzdem getroffen.